In diesem Video geht es wieder um einen Gerätevergleich. Und um welche Geräte? Und zwar geht es einmal um das Panoramakochfeld von Siemens und einmal um das Panoramakochfeld von Miele. Und wie immer auch bei diesem Video viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und was gehört in eine gute Küche? Natürlich eine Kochstelle. Und heute haben wir uns eine ganz besondere Kochstelle ausgesucht, beziehungsweise zwei Kochstellen, denn wir vergleichen zwei Panoramakochfelder. Was jetzt ein Panoramakochfeld ist, welche Vorteile es hat, das haben wir euch schon in dem einen oder anderen Video näher erklärt. Ich würde jetzt nur noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wenn ihr keine Videos von uns verpassen wollt, weil ihr das Panoramakochfeld-Video verpasst habt, dann abonniert unseren Kanal, das ist übrigens kostenfrei. Und wenn ihr die Glocke setzt, werdet ihr immer informiert über neue Videos. Ja, und warum jetzt ein Panoramakochfeld, beziehungsweise was ist ein Panoramakochfeld? Das liegt quasi schon im Wort, denn ein Panoramakochfeld ist ein Kochfeld, wo die Kochzonen komplett nebeneinander angeordnet sind. Also wir haben nicht Kochzonen, die hintereinander liegen, sondern nebeneinander. Das hat den Vorteil, dass wir hier quasi alles im Blick haben, immer den direkten Zugriff haben auf unser Kochgeschirr, also sprich auf unsere Töpfe, Pfannen, Bräter, und dass wir nicht beim Kochen, wenn die Töpfe hintereinander stehen, über einen Topf greifen müssen, wo es gerade richtig brodelt, wo heißer Dampf aufsteigt oder wo es spritzt, ein Fettspritzer am Arm oder auf den Sachen, ist ja auch recht unangenehm oder lässt sich dann halt hinten raus wieder schlecht reinigen. Man muss nicht drüber greifen, ist sehr interessant für ältere Menschen, die schon das eine oder andere Schulterproblem haben, für kleinere Personen, denn da haben wir die Erfahrung, gerade in dem Thema Ergonomie, dass diese Menschen, wenn sie hinten rühren sollen, immer quasi auf die Zehenspitzen gehen oder sich halt rüberbeugen oder halt die Töpfe verschieben und den Topf von hinten nach vorn holen. Oder natürlich, wenn man mit der Familie kochen möchte, denn man kann halt wirklich wunderbar nebeneinander stehen. Das natürlich auch hochinteressant, wenn man mit Kindern kocht, denn man hat die Kinder immer im Griff und die können mehr oder weniger keinen Unfug machen, beziehungsweise sich dann auch nicht wirklich verbrennen, weil ja alles direkt vor ihnen ist. So viel kurz dazu zum Thema Panoramakochfeld. Der Nachteil in Anführungsstrichen ist natürlich, wir haben einen größeren Platzbedarf in der Breite, denn unsere Kochfelder sind in der Regel um die 90 cm breit. Unsere beiden Exemplare sind jetzt hier, das Siemens ist 91,2 und das Miele 91,6 cm breit. Also diese sind relativ nah beieinander. Bei der Tiefe, also beim tiefen Platzbedarf, da haben wir schon den ersten Unterschied. Die Miele-Variante ist 5 cm tiefer oder rund 5 cm tiefer als die Siemens-Variante. Weiterer Unterschied ist natürlich die Bedienung. Bei Siemens haben wir die klassische BSH-Bedienung, das heißt, wir haben einen zentralen Slider, wählen die jeweilige Kochzone immer separat aus und über den zentralen Slider stellen wir dann unsere Leistungsstufe ein. Bei Miele ist das ein Stück weit anders, da haben wir für jede Kochzone den separaten Slider und wir haben bei beiden Kochfeldern natürlich insgesamt 4 Kochzonen, die auch wiederum etwas anders strukturiert sind. Zum einen haben wir beim Siemens die 2 Flex-Induktionszonen. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Zonen, aber die 4 Zonen sind jeweils zu 2 Zonen zusammengefasst und haben die flexible Aufteilung. Sprich, man kann mit einem ganz kleinen Topf arbeiten, zum Beispiel mit einem Espresso-Kocher, dann mit einem mittleren Topf oder halt eben mit einem Bräter oder einer großen Pfanne, die dann halt 3 oder sogar 4 Felder einnimmt. Bei Miele ist das ein bisschen anders. Da haben wir 2 Kreiszonen und in der Mitte dann die flexible Zone. Dort ist es dann halt so, dass wir in der Mitte halt wirklich dann den Platz für den Bräter haben. Bei den Größen, da haben wir natürlich dann wieder den Unterschied der Kochzonen. Bei der Siemens-Variante hat unsere oder hat eine Kochzone die Abmessung 21 x 20 cm. Das kann natürlich bei einem großen Topf, bei einer großen Pfanne, wir sehen das ja schon hier, dazu führen, dass der Boden nicht komplett draufsteht. Also hier muss man dann halt wirklich auf die
Flexibilität zurückgreifen und über die drei Zonen gehen. Bei Miele haben wir eine große Kreiszone mit einem Durchmesser von ca. 22 cm. Also hier kriegt man dann schon den großen Topf wunderbar einfach hier aufgestellt. Wir können das auch nochmal zeigen. Also der passt hier wunderbar genau auf die Kreiszone drauf. Gleiches betrifft natürlich dann auch die große runde Pfanne. Und wenn es noch größer ist, dann habe ich ja die flexible Zone in der Mitte. Was haben jetzt beide Kochfelder wieder? Gleich oder identisch? Gleich ist es nicht. Es ist identisch. Beide Kochfelder arbeiten mit einem Bratsensor. Bei Miele heißt das Temp Control. Bei Siemens ist es in der neuen Generation sogar der Bratsensor Plus. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, mehrere Temperaturstufen einzustellen. Das geht los bei 70 Grad. In 10er Schritten bis 120 Grad und ab 120 Grad bis 220 Grad geht es dann in 20er Schritten weiter. Ja, und wo haben beide Kochfelder jetzt noch einen Unterschied? Natürlich kommt bei uns unter den Videos öfters die Frage, wie verhält sich das denn natürlich mit den Kosten? Hier ist es so, dass natürlich jeder Händler, haben wir auch schon mehrfach erklärt, ja letztendlich seine Kalkulation selber macht. Und wir, wenn wir Preise ansprechen, immer nur die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller euch mit an die Hand geben. Und da liegt es dann natürlich an euch, euren Händler des Vertrauens entsprechend zu fragen, was denn bei ihm das jeweilige Gerät kostet. Ja, und UVP liegt bei dem aktuellen Siemens-Modell bei rund 1.500 Euro. Und bei Miele sind wir aktuell bei rund 3.000 Euro UVP. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, euch unsere Videos weiterhelfen, dürft ihr gerne den Daumen nach oben da lassen. Ansonsten findet ihr weitere Technikvideos und inspirierende Videos aus unseren Küchentouren über den Link. Unseren Kanal könnt ihr, wie schon angesprochen, kostenfrei abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.